sind die nicht bei Metalman. Stimmt, dann würden wir die Waffe bekommen. Was ziemlich geil wäre. Oh, ich treffe ihn, aber er mich nicht. Sehr gut. Pause für den Heiler. Hä? Diese Spannung. Ich bin komplett überfordert. Wollte mal ein Boss werden. Hat aber nur zum Spinnengoblin gereicht. Das Problem ist, vielleicht dann haben wir die Hauptaufgabe. Vielleicht kommt da noch ein Boss mit Spinnengoblin. Spinnengoblin-Boss. Wir müssen wieder in diesen Turm, ne? Oder wir könnten noch ein paar Riesenadler suchen und töten. Die waren noch da hinten, ne? Wo es so schwer wurde. Ja. Und die Alternative ist, dass wir in diesen Turm reingehen, wo es auch so schwer war. Und die tollen Bomben da waren. Ja, wir machen die Adler. Aber hey, es geht maximal bis Level 100, von daher passt das schon. Was passiert, wenn man die Levelzahl begrenzt? Sind denn die Gegner auch schwächer? Kann man ja machen, ne? Ja. Aber nur am Anfang. Ja, keine Ahnung. Lass uns das durchspielen auf Level 1. Die Gegner leveln weiter und du nicht. Es wird noch viele schöne Momente geben. Ich kann mich da noch erinnern an ein Lager, durch das wir uns kämpfen müssen. Und an Typen mit Kanonen in der Brust und... Ich bin so schön dran vorbeigelaufen und er rennt natürlich wieder voll in die Gegner rein. Aber die verfolgen mich nicht. Kann ich die dann nicht... Ich riech zu streng. Oh! Ich glaube, ich habe gerade zwei Wehrratten gelockt. Nee, doch nicht. Verdammt, aber da hinten war die Schlammquappen, oder? Ne? Das eine ist ein Goblin-Champion-Wehrratte. Das Problem ist, ich kann eh nicht runterschießen. Anders kommen wir da nicht hin, weil die Schlammquappen-Dreck scheißt Mistvieh ist. Oben ist auch nur Blödsinn. Oben ist der einzige Weg, wo wir weiterkehren. Das sind auch Champignons. Leck mich da. Warum kann ich da nicht runterschießen? Die Reichweite von den Gewehren ist voll für den Arsch. Kannst du überhaupt runterschießen? Ich habe keine Ahnung. Du kannst doch Magie benutzen. Schieß doch mal runter. Aber nur so ein Billigding. Es geht nur darum, dass du sie triffst. Nicht darum, dass du sie tötest. Ja, ich treffe sie. Und die jetzt? Oh, wie weit kann ich denn werfen? Alter! Ich kann beim Gewehr nicht so weit schießen, verstehst du? Wallhack, Wallhack. Es hat eine Reichweite 14 Meter, toll. Ist immer noch auf die. Vor allem. Die relevant sind. Bogen hat eine Reichweite von 12 Meter. Was sind das für Waffen hier? Armbrust. Komm aber nicht rum. Nee, das wird nichts. Obwohl, wenn du so weit werfen kannst, dann müssen wir jetzt da wieder runter. Du kannst dich durch die Wand schießen. Aber da hinten ist noch ein Goblin auf Rädern, den könnte ich ja noch. Aber den gehört brauchen wir nicht. Der gehört nicht zu der Gruppe, der ist nicht wichtig. Wir müssen da wieder runter, komm mal mit. Ich will da nicht schon wieder dran vorbei. Heul dich, lauf! Die haben eh mich beschossen. Ja, schön. Ich sterbe. Da komm ganz schnell wieder her, bevor die anderen weglaufen. Und hör auf, da geistig rumzustehen. Da bin ich nicht getraut. Ach, bin ich so mutig. Zieh die einfach aus und lauf nackt durch die Gegend. Ja, habe ich jetzt auch gemacht. Das lenkt die Gegner ab. Komm her und hol deinen Grabstein.
Der ist gleich hier vorne. Guter Witz. Naja, hier vorne ist relativ. Komm, ist hol genau ihn da, dir. Wo die Gegner stehen. Toll. Hol ihn dir. Lauf, Schlampe, lauf. No. Genau reingelaufen. Aber jetzt ist leichter. Zum Glück verliert man keine Erfahrungspunkte. Also jedenfalls nicht so. Nur wenn man Disconnect hat oder so. Noch mehr von allem. So, und jetzt lockst du mal die Plünderer. Aber nicht die Schlammquappen locken. Plünderer. Die stehen links von der Schlamm. Die dahinter sind. Ja. Ich glaube, ich muss da ein bisschen dichter rangehen wahrscheinlich. Gehst du einfach so rechts da. Ja, da will er dann dichter rangehen. Gehst einfach hier an der Wand hoch. Geh die Wand hoch. Nee, nicht die linke Gruppe bei den Wehrratten. Ah. Die? Nein, doch nicht die. Das sind da Wehrratten dabei. Ja, dann machen wir erstmal die. Kommen die? Oder nicht? So, die lockst nicht. Geh doch einfach die Wand hoch, guck. Ich hab die doch beschossen. Einfach hier auf die Wand hochstellen. Mein Freund gibt sich gerade an, wie toll er die Wand hochgehen kann. Ich sehe nichts. Ja, lauf mal weg. Machen wir es mal die. Ah, du hast die Schlammkörbe gelockt. Nee, ich. Die scheinbar mein Freund angreift. Hi, mein Freund. Wo ist der? Ach, da oben. Ja. Der steht da toll, oder? Ah. Ganz toll. Scheiße. Ich mach's das schon. Ich sterbe vor allem, Freund. Was ist ein Heiltrank? Ja, die scheiß Dinger sind aber komplett kacke! Weil ich nie und nimmer schnell genug heilen. Super, was lockst du auf die scheiß Schlammquappe? Dann machen die auf jeden Fall nicht viel. Nein, aber die spawnen unendlich nach. Wobei. Müssen da nicht mehr Schlammkörben sein, die normalerweise die Mutter komplett eindecken? War doch bisher immer so. Was sind die Sitzen, hängen doch irgendwo woanders fest. Die Erfahrungspunkte hat mir das gegeben. Keine Ahnung. Ich brauch das doch für meine Liste, die ich nicht führe. Super, ich kann nicht angreifen, weil jedes Mal, wenn die mich treffen, sie mich unterbrechen. Oder fast jedes Mal. Warte, ich box auch mal. Ich kann hier aus der Entfernung nur vorbeischießen. Ja, du hast einen Sniper, das ist schwer. Ich hab so ein Brett, wo ein Fernglas dran genagelt ist. So kann es nicht mal ein richtiges Gewehr. Oh, 16. Ja gut, die Kleinen geben 16, ist klar. Und die Große gibt dann 17. Ich weiß nicht, was die gibt. Ich hab's nicht gesehen. Ja, aber 100 wird die auch gut haben. Einen. Gut. Gut, dass ich ganz allein das Problem gelöst habe. Oh, jetzt. Ob ich dann nochmal einen Freund oben der Weg frei. Da hängt eine Schlammkappe oben. Ja, ich sehe gerade. Ja, geil. Ob ich die wohl da hingelockt bekomme? Der bleibt doch da stehen, ne? Lustig. Ja, der bleibt da stehen. Ich weiß noch nicht, ob ich die jetzt da hingelockt. Ja.
Problem ist, wenn ich die eine Weile angreife, dann gehen sie auf mich los. Aber gut, mein Freund brauchst du nun mal gar nicht heilen. Stimmt, da kommen die nicht ran. Richtig. Ach, das Problem ist, dass sie mich wegstoßen können. Mhm, aber das sind zwei, also das heißt, wir sind dann fertig. Ich bin so schon fertig. Ja, sie haben gerade aufgehört. Entweder hat mein Freund aufgehört zu existieren oder sie haben aufgehört, ich bin. Geh auf meinen Freund los! Geh nicht auf meinen Freund los! Ah, jetzt. Nein! Auf! Weg! Die Tränke können mich nicht schnell genug heilen, wenn die beide mich angreifen. Toll! Oh, du bist ja schon gar nicht mehr da. Ja, ich musste rausgehen! Merkst gerade. Wir sind ja noch hier. Ja, weil ich da gerade wieder rein bin. Ich habe da eben keine Lebensenergie verloren. Nee, am Anfang verliert man nichts. Nach 3 Sekunden oder so. Ich bin nur leider nichts. Die greifen mich so schnell an, wenn ich Heiltränke trinke, bin ich sofort trotzdem weg. Sind die jetzt immer noch da? Nee, jetzt sind sie natürlich weg. Toll. Ja. Egal. Wir müssen uns neue zwei suchen. Ist eh blöd, wenn die hier vorne stehen. Töte 10 Gegner, toll. Welches ist denn mein Grabstein? Ja, einer von da vorne, oder? Warum rennst du da hinten drum? Den hatte ich gerade probiert hier, aber der ist es nicht. Da vorne! Da, wo du gestorben bist! Nicht so weit gerannt? Nein, du bist reingekommen und gestorben durch die Wehrratten. Jetzt nimm halt den da, wenn der andere nicht geht. Schon all durch. Auf mich anzuhandeln. Du bist im Weg gelaufen. Das ist Lügen halt, da geht's raus. Du bist aber nicht so wieder rausgegangen, während du gestorben bist, oder? Nein. Also der hier, warte mal, da ist noch einer. Der könnte es sein, oder? Der war so versteckt. Gut, was ist denn das wieder oben? Ne, oben war ja nichts. Ne? Moment, was steht denn jetzt da wieder rum? Sind da Wehrratten dabei? Nee. Da hinten sind sie weg. Ah, da ist ein Champignon. Noch nicht so schwer sein, noch zwei so verfickte Wehrratten zu töten, oder? Offensichtlich doch. Ein Freund wird angegriffen. Ich hab ganze Probleme. Meine Leuchtung ist nicht aktiviert. Oh, ich lebe noch. So. Okay. Ich sollte in Zukunft keine Spiele mehr im Koop spielen, die Scheiße sehen. Also gar keine mehr. Lass uns wieder zurück zu Battles gehen. Die dauern nicht so lang, ne? Ja. Ach, da lebt ja schon wieder ein Freund, hab ich gar nicht gesehen. Okay, neuen Freund. Sollten das nächste Mal Solitär oder sowas Koop spielen. Das ist schneller vorbei. Oder wir spielen Schach oder sowas.
Haben wir das nicht schon mal, also Schach jetzt nicht, aber... Carcassonne haben wir gespielt. Das ist schachähnlich. Ich glaube, wir haben auch mal Mensch, ärgere dich nicht gespielt. Haben wir das? Monopoly haben wir mal gespielt. Ja, nicht wirklich. Das lief ja nicht wirklich. Ach. Das ist ein paar Bugs. Ich glaube, da habe ich eine Super Nintendo-Variante. Die läuft, glaube ich. Mensch, ärgere dich nicht, haben wir mal gespielt. Wirklich? Im Browser. Ja. Schon ewig, ne? Stimmt, wir haben nochmal irgendwas im Browser gespielt. Lass uns Pokémon Go spielen. Ja. Schnell, bevor der Hype weg ist. Was spätestens im Winter der Fall sein wird. Ja, genau. Dann wird es nämlich zu kalt. Erstens das und zweitens das Spiel unglaublich langweilig. Was man vermutlich weniger merken würde, wenn man es auf dem Smartphone spielt und rausgeht, aber das kann ich nicht. Irgendwann wird alles langweilig. Ja, aber das Spiel wird extrem schnell langweilig. Ich hab's gespielt. Ich weiß, wovon ich rede. Ich hab's nicht gespielt. Ich auch nicht spielen. Ich hab mir gedacht, setz dich mal im Emulator auseinander und spielst das mal. Emulator? Ja. Ich war auch mal in der Schweiz und hab's da kurz gespielt, aber... Am besten auf dem Rechner einen Emulator. Hab ich ja. Dann. Ich hab BlueStacks installiert, dann habe ich ein Fake GPS draufgeworfen und dann das Spiel. Schön in der Heiler schon wieder ganz vorne. Ich war kurz ein bisschen in Kassel unterwegs, dann mal in Berlin, dann nochmal in der Schweiz und dann hatte ich überhaupt keine Lust mehr. Also hast es virtuell emuliert, dass du rumläufst oder simuliert, was ihr gesagt. Na, ich habe das Spiel installiert und ein Fake GPS Signal. Ja, genau. Ja. Simuliert quasi, dass du rumläufst. Ja. Hallo, PC Master Race, da gehe ich doch nicht raus. Ich dachte, du nimmst deinen Laptop jetzt und. Der hat kein GPS. Gehst du aus? Außerdem habe ich dann kein Internet mehr, sobald ich das WLAN der Uni verlasse. Dann holen wir deinen Grabstein. Du musst halt nur genug Kabel auslegen. Das Problem nicht. Der Grabstein steht da oben. Ja, wie immer. Warum stirbst du auch immer? Es laufen nur noch runter und alles ist gut. Ich finde es schön, wie du immer noch runterläufst und dann erst tot bist, da der Grabstein schon oben steht. Ja, weil ich schon tot bin und dann als Leiche noch ein bisschen runterlauf. Außen läuft eine Pfeife rum. Jetzt habe ich aus dem Fenster geguckt und einen Rollstuhlfahrer gesehen. Toll. Rollstuhlfahrerin. Seitdem ich Stromberg gesehen habe, muss ich immer lächeln, wenn ich die sehe. Ich glaube, die fühlen sich ziemlich verarscht, wenn sie... Rollstuhlfahrer dumm angeritzen, kommt, glaube ich, nicht so gut. Nee. So. Aber ich muss immer wieder an Stromberg denken. Ich möchte ihnen ja keine Knüppel zwischen die Beine werfen. Also, ich würde sagen, sie gehen, fahren jetzt mal wieder zu ihrem Arbeitsplatz. Jetzt nimm halt den Grabstein, der da an der Treppe steht. Ja, ich habe einen Bug, ich komme die Treppe nicht hoch. Meine Güte. Was soll es mir nicht anhandeln? Das heißt, den Grabstein. Steht er auch noch im Weg. Jetzt bin ich wieder schuld. Ich wollte nicht so weit hoch. Weißt du, erst kommst du gar nicht hoch, dann gehst du ganz hoch auf einmal. Ja, der Finn hat immer so seine Probleme mit dem Hochkommen. Ja, entweder kriegst du ihn gar nicht hoch oder dann kommt gleich. Ja. Der Philos Geschichte der Frauen. Entweder er kriegt keinen hoch oder er kommt gleich. Ja. Das ist nicht so einfach. Bei mir beschweren sich Frauen immer, dass es zu lang dauert. Bei mir ist Sex wie mein Cedar Let's Play verdammt lang. Aber mit guter Musik.